Die Stundenabrechnung bietet Ihnen die Möglichkeit, eine sogenannte Stundenliste für Aushilfen zu erstellen. Wie Sie inzwischen wissen, sind die einzelnen Module in Wavi Profi 3 keine Standalone-Module, sondern es hängt alles miteinander zusammen. Das heißt, um eine Stundenabrechnung für Aushilfen zu erstellen, muss natürlich das Personal vorhanden sein. Auch empfiehlt es sich, im Vorfeld Feiertage zu definieren. Administration, Systemeinstellungen, Feiertage definieren. Hier können Sie für ein ausgewähltes Jahr Feiertage berechnen lassen, die Sie dann editieren können, wo Sie sagen, ist bei uns kein Feiertag und so weiter und so fort. Warum? Schauen wir uns nun in der Praxis an. Hier haben wir die Möglichkeit, ein dementsprechendes Personal auszuwählen. Und wir haben jetzt hier für die Müller-Sabine schon eine Stundenliste erstellt. Wir haben gesagt, einfach neu und haben hier die Stundenanzahl eingetragen. Interessant ist jetzt auch diese gelben Tages- oder die Datum, die hier gelb sind. Weil aufgrund der Feiertagsinformationen, sagt Wavi Profi 3, pass mal auf, lieber Benutzer, am 27. ist zum Beispiel ein Feiertag. Ob der jetzt bei Ihnen ein Feiertag ist, sei mal dahingestellt, aber egal. Diese Feiertagslisten können Sie ja bearbeiten, editieren. Aber er sagt dann Ihnen, aufgrund der Liste ist am 27. Feiertag so, damit Sie nicht aus Versehen, weil es kann ja mal passieren, anstatt am 26., am 27., wie in unserem Beispiel, dann die Stunden für die Frau Müller eintragen. Ja, Sie können eine ausgefertigte oder erstellte Stundenliste natürlich auch drucken. Nun müssen Sie entscheiden, ob Sie alle Stundenabrechnungen für den Februar ausdrucken wollen oder nur für die Müller-Sabine, die halt gerade ausgewählt ist. Sie klicken auf Drucken und nun haben Sie Ihre Stundenliste vor sich, die Sie dann ausdrucken könnten. So, diesen Ausdruck können Sie natürlich editieren. In den Systemeinstellungen unter Texte haben Sie die Möglichkeit, bei Stundenreport hier diese Texte zu editieren, abzuändern, wie auch immer, so wie Sie es halt brauchen. Wenn Ihnen der Standardtext eben nicht passt oder für Ihre Zwecke nicht geeignet ist, können Sie ihn eben an dieser Stelle editieren. Ja, das war es eigentlich schon mit der Stundenabrechnung. Sehr schönes Modul, einfach zum Handeln. Und so haben Sie mit einem Klick auch gleich die Stundenlisten. Ja, alles gut.